Folge Nummer 58 von Oxygen Not Included. Wir haben einen Harold hier unterwegs irgendwo, der uns alles aufisst. Aus diesem Grund müssen wir gucken, dass wir Harold sagen. Sorry, aber hier kannst du nicht mehr durch. Harold kann nur da raus. Ne, kann da nicht, kann da. Von mir aus kann er da noch raus. Falls er aus irgendeinem Grund da auch reingekommen ist. Und die anderen sind schon okay. So, diese Tür auch, Harold. Ne, die Tür ist egal, da kann Harold schon so bleiben. Und das gilt ja für alle, das ist ja die Toilettentür. Warte mal, das bedeutet hier, Harold, nicht rein. Harold. Stopp, Standard ist so. Harold, nein. Warte, jetzt haben wir hier wahrscheinlich auch so einen Humbug gemacht, ne? Da dürfen alle rein, nur Harold nicht. So sieht's aus. Ja, ich glaube, das ist schon passend so. Wo ist das nächste Essen? Hier. Harold darf nicht rein. Harold darf nicht rein. Harold darf nicht rein. Da ist schon zu, alles ist gut. So, hier müssen wir schnell eine Tür noch bauen, dass Harold da auch nicht mehr rein kann. Machen wir Prio 9, weil das ist wichtig. Und den Ziegel ist auch auf Prio 9 zu machen. Und sonst kann da sowieso keiner rein, ne? Ne. Wo geht die Leiter hin? Die geht nur hoch und da gibt es keinen Weg zum Essen, ne? So, Matschriegelfirma ist hier. Da kann man von da nicht hin. Das heißt hier, Harold, nein. So, was haben wir hier mit Lubrikantenfertigkeiten? Der Miep, der kann schon wieder was, aber der ist schon gestresst genug und er auch. Ja. Harold ist gestresst und nur Harold ist gestresst, okay. So, da haben wir dem erstmal das. Ja, hier, wenn hier was wächst, dann kann er also auch mal essen. Ja, wo muss er ja was essen können? Nur das hier, das nicht. Und hier auch nichts wegholen. Er kann sich sonst wo was suchen. Zurzeit. So, dann haben wir das erstmal soweit geändert. Hier kann man auch noch was ernten. Wir werden Harold vielleicht verfolgen müssen mal. Wir gucken mal, Fertigkeiten war klar. Wir müssten gucken, wie wir den Stress bei ihm runterkriegen, ne? Dafür müssten wir hier was schrubben. Haben wir aber gar nicht. Oder mehr Dingens machen. Dekoration. Harold läuft hier dort durch die Gegend und geht jetzt schlafen. Primitiv. Wie sieht denn das hier aus mit Deko? Erstmal das. Schlafzimmer haben wir. Das ist schon mal gut. Wo ist das hier mit dem Dekorationsoverlay da? Okay, da sieht es besonders schlecht daneben aus. Dieser Duplikant fühlt den Druck. Okay. Wo geht er jetzt hin? Mal gucken. Wir müssen im. Ah, er tritt erstmal im Rad, das ist auch nicht schlecht. Lass ihn da mal laufen. Objekte fehlen Ressourcen. Okay, und nur dieser hier. Gegrillte Beeren. Diese Pfeffernüsse sind da noch immer nicht zu kriegen. Okay, was machen unsere Anzüge? Die werden immer noch nicht angezogen, weil das noch offen ist. Dieses Dock hat nicht genug Sauerstoff, um einen Anzug anzufüllen.
Warte auf Anlieferung. Aha, hier ist noch. Komm, wir machen mal kurz auf 9. Hier wird Sauerstoff gemacht. Wie ist denn mit Sauerstoff überhaupt? Wir haben das ja hier jetzt angestoßen. Na, wird besser, ne? Hier oben natürlich nicht so, aber da unten auf jeden Fall. Hier fehlt es mit der Düngung. Düngung Körpertemperatur. Hier ist es zu warm. Was mit Essen? 0 Kalorien, Nahrungsmangel. Weil der alles aufgegessen hat, der Held. Aber wir können hier noch ernten, ne? Mit Kohle geholt, okay. Ah, hier gibt es tatsächlich Anzeigen, sehe ich gerade, Sauerstoff. Wie viel Sauerstoff fließt denn da durch die Gegend? Viel zu wenig, ne? Also da ist ein Anzug drin und da gibt es noch keinen Sauerstoff. Und hier, wie man sieht, ist da der Sauerstoff schon da. Ja. Okay, es kommt auf jeden Fall jetzt Sauerstoff da rein. Das kleinste bisschen geht wahrscheinlich bis hinten, ne? Naja, doch nicht. Aber ist noch zu wenig da drin. Aber hier wird jetzt reduziert. Das ist schon mal gut. Großmann macht das schon. Ja, da müssen wir weiter aufpassen. Okay, der zweite Anzug kommt dann, ne? Hier ist noch nichts passiert. Lüftungsoverlay zeigt mir an, dass da was reingeht. Da kommen jetzt auch mal volle Felder. Das, was da reingeht, ist nicht viel, ne? Das ist nur ein bisschen, ne? Da unten wird der nächste Anzug produziert. Wird geliefert 2 Schilffaser, okay? Hier müsste mal schnell noch eine Leiter gebaut werden. Und da müsste auch gebaut werden. So, 7 hatten wir, einer ist erst fertig, okay. Da habe ich jetzt 6 gemacht. Wir haben 1, 2, 3. Ich glaube, wir machen mal da welche runter, ne? Ich glaube, nur 2 müssen wir noch machen, damit das erstmal voll wird. Freigabe immer erlaubt. So,
Da ist was gekommen. Mal schauen, ob es was zu essen gibt. Das wäre wichtig. Das hört sich ja nicht schlecht an, ne? Die nehmen wir mal, die Eier. Und das müssten wir dann neu bauen irgendwo, ne? Kohlendioxid gibt es natürlich hier unten irgendwo, wenn, ne? Erdgas. Hier ist Kohlendioxid. Und das Wasser da drin wird ja auch immer weniger, ne? Vielleicht muss man das da mal reinmachen. Ja, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Jetzt müsste man sowas hier machen. Da eine Pumpe rein in so ein Loch und dann kann man da auch die bauen lassen, ne? Aha. Drei Atemschutzanzüge, das passt doch. Die gehören dahin. Okay, wie machen wir das dann? Und wo machen wir das vor allem, wenn... Mit dem Erdöl. Wird sich ja hier anbieten, sowas zu machen, ne? Irgendwo in diesem Bereich. Diese Kammer wäre doch ideal, oder? Wir bauen da erstmal so ein Teil. So hin. Dann können die da wohnen. Gibt es hier irgendwo einen Aufgang? Wenn, dann gibt es da einen Aufgang. Okay. Würde ich jetzt so bauen wollen. Hier soll es dann noch eine Verlängerung geben. Bis dahin. Und die Ziegel machen wir noch bis dahin auch noch lang. So, und dann kommt da... das mit einer Leiter hier hin. So. Und die Ziegel hier kommen dahin. Und die Schleuse kommt da drüber, ne? So machen wir das. Und da haben wir den natürlich eigentlich schon drin, ne? Hier ist Wasserstoff drin, auch sehr schön. Der ist da jetzt rausgelaufen. Aber das müssen wir erstmal so bauen, wenn, ne? Ja. Hier müssen die Drecklet-Eier dann hin. Oder wie heißen die Dinger? Nee, Slickster-Ei. Und die Braunkohlendioxid. Den wir hier natürlich immer sehr schön produzieren, oder? Das bedeutet Lüftung. Hier kommt eine Pumpe hin. Da geht die Pumpe hin. Und dann machen wir noch einen Gasfilter. Das geht nicht, der muss also daneben. Gasfilter kommt dann hier hin. Das kommt da hin. Und das kommt da hin. Und hier kann der Abzug gleich dahin. Obwohl das Sinn machen würde, den dann da anzuschließen. Stopp, dann nehmen wir den letzten nochmal weg. Abbrechen. Und
Wie geht denn das hier durch noch? So geht es durch. Irgendwas passt hier aber nicht. Und diese Luft. Bis dahin und da dran. Dann eine Gasbrücke. Die müssen wir einmal drehen. Also richtig, ne? Ja. Und dann sollte das auch durch den Filter laufen. Filtert Sauerstoff, filtert Erdgas, filtert Wasserstoff. Filter zurzeit nichts. Und dann kann die Leitung noch. Lassen wir erstmal so. Und hier filtert's Kohlendioxid. So, dann wird das fertig gebaut, will ich hoffen. So, dann kommt da das Kohlendioxid rein. Und wenn das dann gebaut wird, wird das gut, oder? Das ist doch mal eine Idee, oder? Wichtig wäre, dass hier vielleicht was weitergeht, damit wir dann mal den Sauerstoff hochkriegen, ne? Weil hier ist ja noch blockiert. Wir können mal den letzten noch abbrechen, ne? Und dann machen wir da einen Auslass einfach erstmal. Oder? Gute Frage, ne? Machen wir erstmal. Gucken, was dabei rumkommt. So, ist die Prio da nicht hoch? Doch. Hier muss als erstes fertig werden dann. Hier wird auf jeden Fall Kohle gebracht. Was brauchen die denn zu essen? Diese Eier. Ey, Eis ist da. Sehr interessant. Aber den Raum kriegen wir dadurch auch nicht kalt, ne? Wir müssen jetzt hier noch schnell einen Lagercontainer erstmal hinmachen für die Slicks da, ja. Kommen die da rein? Weiß ich nicht. Der wird auch schnell gebaut. Wir haben was zu essen da. Und Harold, was für hoher Stress. Harold läuft. Harold ist hungrig. Hat aber noch genug Kalorien. Jawohl, du bleibst erstmal so, ne? Jetzt, ja, das ist wichtig, Harald, dass du das machst. Stress 72, wird ja schon mal weniger, das ist schon mal gut. Ja, das ist doch schon mal gut. Leider kein Strom mehr da. Das ist unser Strommacher, ne? Mal wieder einen Pokepanzer reinlegen. Weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber wir machen es einfach, ne? Aber was können? Da ist auch noch ein Ei, ne? Okay. Ja, da ist schon die Wand, hier kann er auch nicht mehr durch. Das ist schon mal gut. Harold darf da nicht rein. Balsamicum-Lili oder sowas, keine Ahnung.
So, das läuft hier, aber wir haben noch nicht die Leitung soweit. Also das ist hier schon Prio 9, ne? Aber passiert nichts. Vorher ist angestoßen. Und das ist auch dran, also es ist machbar. Hier oben ist ja auch was liegend, ne? Ja, ist die Frage, wann das produziert wird. Die Batterie ist zum Glück gleich voll. Hier geht auch noch was rein. Allerdings der erste, der kriegt nichts. Ist schon krass, ne? Ist die Frage, was die hier unten alles machen. Hier wird gar nichts gemacht, groß. Kommt hier denn schmutzige Luft raus? Ich hoffe ja, ne? Ja, verschmutzter Sauerstoff ist ja da. Die sind zu dritt, ne? Wie, kein Ei verfügbar? Was ist das denn hier? Pufflet-Ei. Müssen wir gucken, wie wir das fertig kriegen hier. Hier müssen wir eigentlich fürs Erdgas noch eine Pumpe drin haben, ne? Ich frage nicht, ich weiß nicht, nur nicht, wo es durchkommt. Das ist nur eine Frage, ne? Aber wir werden das schon noch hinkriegen. Hier ist ja auch schon überall Erdgas, ne? Erdgas ohne Ende. Da geht bald was kaputt. Wir haben keinen Hausmeister, ne? Haben wir denn Forschung überhaupt noch im Gange? Ich glaube nicht, ne? Doch, da oben. Was forschen wir denn gerade? Ah, an Artificial Friends. Okay, da wird irgendwas reingemacht. Aber habe ich das ausgewählt? Das ist wahrscheinlich aus Versehen ausgewählt. Eigentlich wollte ich das doch bestimmt nicht bauen, oder doch? Hammer. Automatic Notifier. Ich habe bestimmt irgendwas anderes ausgewählt gehabt. Also hier oben ist ja schon alles fertig. Mini-Flüssigkeitspumpe. Okay. Ölbrunnen. Okay, das ist... Was war das zweite? Polymerpresse brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Mini-Roboter. Ist das hier Feststoff? Okay. Bunkertür. Bunkerziegel. Gasschmiede. Gasschmiede? Glasschmiede. Okay. Notification. Was ist das? Vorschläge. Da können wir die Moral noch mit drucken. Transportrohr. Wir müssen hier mehr das Zeug hier fertig kriegen erstmal, damit... Ja, Automatisierung ist natürlich ein dickes Thema noch. Den Stress loszuwerden, müssen wir eigentlich Bilder aufhängen und Dingsda-Bumsda machen, ne? Großes Kulturblock. Fensterziegel, Sunlamp. Gatter hier. Himmelserkundung, da sind die Raketen. Wie viel ist denn da von dem schon auf? Noch nix. Wofür ist ein Hammer gut? Okay, irgendwie... Ja, die Moralgeschichte wäre schon interessant. Das mit dem Transport ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Da geht's dann voran.
Was war das noch für ein Ding jetzt hier? Achso, Kanisterentleerer oder sowas. Ja, dann lass es doch bauen. Und wir gucken dann erst weiter. So. Hier unten wird ja auch nichts fertig, ne? Allerdings ist jetzt hier auch noch nicht so das Problem. Gefiltert, also Wasser ist sogar hier schon weniger geworden. Schmutzige Wasser. Und ich habe nachher noch genug schmutziges Wasser. Der hat doch gerade was fallen lassen, ne? Oder? Schmutzer Sauerstoff, Erdgas, ich sehe nicht den Schleim. Und da ist der gleich da reingefallen, der Schleim. Das wäre natürlich der Hammer, ne? Kein Ei verfügbar. Pockepanzer, ey, wir brauchen ein Pufflet-Ei. Das ausbrüten, eben was Falsches gedrückt, ne? Hat wieder gut geklappt, oder? Hier geht jetzt nichts voran gerade. Das wird noch spannend. Wichtig wäre, wenn das hier mal läuft. Wo sind denn die Leitungen fertig schon? Ne? Ein paar Leitungen hat er schon, haben sie schon gemacht, aber nicht die richtigen, auf Deutsch gesagt. Ja, der erste ist bald voll. Ist aber kein Anzug drin. Ja, gut. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.